Nun hat Frau Suding das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP verwechselt Liberalität nicht mit laufen lassen oder laissez-faire. Und deshalb haben wir auch überhaupt nichts gegen eine deutliche politische Auseinandersetzung. Gerade bei einer Entscheidung von einer solchen Tragweite wie beim Rückkauf der Netze ist eine engagierte Diskussion wichtig und richtig. Aber was wir in dieser Debatte zurzeit von den Befürwortern der Vollverstaatlichung an Verzerrungen, an Unwahrheiten und an juristischen Winkelzügen erleben, das, meine Damen und Herren, ist schlicht unwürdig. Und das fängt schon mit dem Stimmzettel an, den die Initiative verwendet. Lauter unklare und vage Aussagen, mit denen Sie die Hamburger in die Irre führen wollen. Und weil die Grünen das wissen, begleiten sie das Ganze mit einer Kampagne gegen Vattenfall, die inzwischen wirklich groteske Züge des Verfolgungswahns annimmt. Zum Tag der offenen Tür haben sie ja ihre Abgeordneten dazu verdonnert, grüne T-Shirts mit der Aufschrift Ja zum Volksentscheid, Tschüss Vattenfall herumzulaufen. Und damit offenbaren sie doch, worum es Ihnen eigentlich geht. Sie wollen ein Ihnen verhasstes Unternehmen aus der Stadt vertreiben. Um eine erfolgreiche Energiewende und um mehr Klimaschutz geht es Ihnen dabei überhaupt nicht. Und zu einem Überfluss wollen die Grünen und auch der Handelskammer einen Maulkorb verpassen. Offenbar geraten sie in Panik, weil ein breites gesellschaftliches Bündnis aus der Mitte Hamburg gegen grüne Besserwisserei, gegen ihre Verbotsunkultur und gegen fahrlässige Geldverschwendung aufsteht. Krönung wollen Sie nun auch noch den Senat juristisch mundtot machen. Ich höre ja auch nicht immer gerne, was von der Senatsbank kommt, aber wir Liberale begegnen denen mit Argumenten und nicht mit Unterlassungserklärungen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, für uns bleibt es dabei, die FDP spricht sich gegen jede Form des Nextrückkaufs aus. Das gilt für die 25,1% Beteiligung des Senats, das gilt aber erst recht für die Vollverstaatlichung, über die die Hamburger in anderthalb Wochen abstimmen werden. Drei entscheidende Fragen gilt es da zu beantworten. Erstens, ist die Vollverstaatlichung der Netze und Kabel ein Beitrag zur Energiewende? Die Antwort lautet nein. Die Energiewende wird in Berlin gestaltet, und zwar mit großem Engagement und wachsendem Erfolg. Ihre wichtigsten Stellschrauben sind vernünftige Energieerzeugung und Energieeffizienz. Beides haben die Grünen mit Unterstützung der SPD im Erneuerbare Energiengesetz planwirtschaftlichen Strukturen unterworfen. Und das wird die nächste schwarz-gelbe Bundesregierung mit einer grundlegenden Reform des EEG ändern. Die zweite Frage, ist die Vollverstaatlichung ein sicheres Geschäft? Also hier lautet die Antwort nein. Die Grünen laufen herum und brüsten sich mit der Zahl der rekommunalisierten Energieversorger in Deutschland. Was sie aber absichtlich dabei verschweigen, die große Mehrheit unter ihnen macht Verluste. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele nur aus dem Jahr 2012. Die Rheinische Netzgesellschaft knapp 16 Millionen Minus, Stadtwerke Leipzig 7,5 Millionen Minus, Stadtwerke Duisburg 4,7 Millionen Minus und der Spitzenreiter, die Netzgesellschaft Hannover, mit über 36 Millionen Euro Minus, meine Damen und Herren. Und auch die dritte Frage ist klar zu beantworten. Ist die Energieversorgung eine essentielle Aufgabe des Staates im Sinne der Daseinsvorsorge? Und auch hier lautet die eindeutige Antwort nein. Aus § 65 der Landeshaushaltsordnung gibt sich das ganz klar. Ich zitiere, wenn ein wichtiges staatliches Interesse vorliegt und sich der angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt, Zitat Ende, darf die Stadt eine Beteiligung oder gar Übernahme anstreben. Genau das liegt aber hier nicht vor. Meine Damen und Herren, es bleibt nur ein Fazit. Die Hamburger haben schon gut eine halbe Milliarde durch den nutzlosen Kauf von 25,1% an den Energienetzen verloren. Sie können aber noch weitaus mehr verlieren, sollte die Stadt gezwungen sein, die Netze vollständig zu übernehmen. Wir werden gemeinsam mit der SPD und der CDU sowie dem breiten Bündnis aus
Kammern, Gewerkschaften, Verbänden und Vereinen dafür kämpfen und dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Vielen Dank.